Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich war heute Vormittag im Garten und wie ihr seht, reiche Beute. Die Buschbohnen haben einiges geliefert. Auch hier die Wachsbohnen sind schon ein paar dabei gewesen. Dann habe ich hier noch Paprika Slatka und Spiral Peperoni Mild. Die anderen, die Blockpaprika, sind noch nicht reif. Und auch Zwiebeln aus dem eigenen Garten. Ja, was möchte ich heute mit euch machen? Ich möchte mit euch zwei Sachen von der Bohne herstellen. Einmal einkochen für Gemüse und einmal als Bohnensalat einkochen. Ja, ich habe sie heute Morgen schon geerntet, ordentlich durchgewaschen. Wie ihr seht, auch schon geputzt. Die Enden ab, wo Fäden waren, die Fäden gezogen. Und außerdem habe ich hier zwei Schüsseln sortiert. Die feineren zum Einbecken als Gemüse und die, die schon ein bisschen dicker sind, die gehen dann in den Bohnensalat. Ja, was habe ich parallel schon vorbereitet? Ich habe die Gläser ausgekocht, habe die Gummiringe ausgekocht, erst in leichtem Essigwasser, dann nochmal in klarem Wasser. So, damit wir überhaupt ans Einwecken denken können, müssen wir die Bohnen jetzt erstmal blanchieren. So ungefähr 5 Minuten. Das kann man in Salzwasser oder auch in ganz normalem Wasser, wie einem das lieber ist. Also im Weckbuch steht drin, blanchieren in leichtem Salzwasser zum Auffüllen, später am besten klares Wasser, einmal aufgekocht, erkaltet. Aber nach einem Telefonat mit dem Weckkundenservice, man kann auch das Auffüllwasser leicht salzen. Gut, fangen wir mal mit dem Gemüse an. Zum Blanchieren möchte ich gerne ein bisschen Bohnenkraut geben. Ich habe hier so Teebeutel, Teefilter um genau zu sein. Einen habe ich schon fertig, den zweiten machen wir zusammen. Ich habe das Bohnenkraut gewaschen und getrocknet, also abgetrocknet. Und dann stopfe ich das gerade in so einen Teefilter rein. Hat den Vorteil, ich muss nachher nicht gucken, wo klebt überall noch ein Blättchen dran und der Geschmack geht trotzdem ins Kochwasser. Ja, hier muss man dann natürlich ein bisschen Feingefühl, Fingerspitzengefühl ordentlich reindrücken und dann versuchen, hier oben einen Knoten drauf zu machen. Ein bisschen Vorsicht, damit das Ganze nicht reißt. 2 Teefilter mit dem Bohnenkraut gebe ich jetzt in das Wasser und schalte schon mal die Platte an, damit das Ganze kochen kann. So, in der Zwischenzeit möchte ich euch noch ein bisschen was zeigen. Es kommt ja oft auch so der Einwand, dann kriegt man so ein Glas nicht auf, weil man dann vielleicht die Lasche abreißt. Also wer mal das Problem hat und ein eingewecktes Glas nicht aufbekommt, der sollte hingehen, einfach 4 von den Klammern jeweils gegenüberliegend auf das Glas machen, was nicht aufgeht, kopfüber in warmes Wasser, ein paar Minuten stehen lassen, rausnehmen und dann werdet ihr sehen, die Gummilitze kriegt man problemlos dann auf, das Glas lässt sich wunderbar öffnen. Wenn die Gläser mal geöffnet sind, ich meine, wenn man hier Gurken zum Beispiel dran einweckt und so ein Glas Gurken isst man ja nicht auf einmal leer, man kann natürlich den Glasdeckel lose auflegen, aber dann kommt ja auch Luft dran und vielleicht auch der ein oder andere Geruch aus dem Kühlschrank, der vielleicht nicht so toll ist, aber es gibt von weg Kunststoffdeckel. So, das sind die sogenannten Frischhaltedeckel, die sind nicht zum Einkochen geeignet, aber wenn ein Glas mal geöffnet ist, dann kann man das wunderbar mit dem frische Deckel verschließen und kann die Gläser so im Kühlschrank lagern, bis der Inhalt dann entsprechend aufgebraucht ist. Die gibt es auch in allen Größen, auch für die Marmeladengläser. Nur mal als Hinweis, habe ich bisher noch nie erwähnt, habe gedacht, das müsste ich mal tun. Und ganz ehrlich, ich möchte eine Firma, die in Deutschland produziert. Und weg ist ja der Inbegriff fürs Einkochen und deswegen habe ich meine Gläser auch alle von weg. Und für mich ökologischer als bei diesen Twist-Off-Gläsern, da ist ja die klare Empfehlung, einmal verwenden. In der Industrie, in der Lebensmittelindustrie dürfen sie auch nur einmal verwendet werden. In den meisten Privathaushalten werden sie mehrfach verwendet. Dafür sind die aber gar nicht ausgelegt. Und die hier kann ich ganz oft verwenden. Wenn ich bei den Twist-Off-Gläsern irgendwann mal Deckel nachkaufe, weil ich sie ja eigentlich nur einmal nehmen sollte, was passiert mit den alten Deckeln? Die landen im Müll. Von daher ist für mich diese Gläser mit dem Naturkautschuk-Dichtungsgummi frei von irgendwelchen BPAs oder sonstigen gesundheitsschädlichen Stoffen die bessere Wahl.
So, unser Wasser kocht, die Bohnen fürs Gemüse kommen jetzt schon rein. Und dann dürfen sie 5 bis 7 Minuten blanchieren. Und dann holen wir sie wieder raus. So, den Rest. Deckel wieder drauf, damit es schneller geht. In der Zwischenzeit habe ich schon angefangen, hier die dickeren Bohnen, die zu Salat eingekocht werden, in mundgerechte Stücke zu schneiden. Die kleineren in 2, die größeren in 3 Stücke. Ich werde oft auch über die Haltbarkeit gefragt von den Konserven. Also das Gemüse sollte 1 Jahr mindestens. Und die Sauerkonserve, wozu der Salat hier gehört, ja, da kann Sarah unendlich. Die letzten Gläser, die ich unten im Keller habe, sind von vor 2 Jahren von der Bohnenernte. Letztes Jahr hatte ich nicht wirklich Glück, war so richtig trocken. Da hatte ich keine Bohnen, aber der Bohnensalat im Keller, der eingeweckt wurde 2019, der ist immer noch tipptopp. Ja, es gibt immer nur so Richtwerte. Allerdings gibt es auch, habe ich mal eine Sendung gesehen mit Günther Jauch, wo man Lebensmittel einschicken konnte, die lange abgelaufen sind, die dann entsprechend sensorisch untersucht wurden. Und da war zum Beispiel auch ein Glas eingeweckte Birnen dabei. Die wurden mikrobiologisch untersucht, übrigens von 1986 oder so. Und das ist jetzt schon 4, 5 Jahre her. Mikrobiologisch waren die absolut in Ordnung, waren natürlich dann schon sehr weich. Und ob es dann noch die Geschmacksexplosion ist, weiß ich nicht. Aber damals hat ein Koch aus diesen abgelaufenen Lebensmitteln ein 3-Gänge-Menü gezaubert. Und die Menschen, die das gegessen haben, haben außer, dass die Konsistenz vielleicht ein bisschen weich war bei den Birnen, nichts zu bemängeln. Also es gibt immer nur grobe Empfehlungen. Es hat auch viel damit zu tun, wie frisch ist mein Obst oder Gemüse und Fleisch, das ich einwecke. Wie sind die Lagerbedingungen und. Aber das hält sich, das Zeug. Je weniger Zucker drin ist, ja, umso weniger ist dann auch die Haltbarkeit, weil Zucker konserviert ja auch. Was einmal auf dem Boden gelandet ist, das bleibt dann auch da. Das wird nicht mehr, gerade eben ist mir ein Stück runtergefallen, wird dann auch nicht weiter verwendet. Ich will damit nicht sagen, dass es bei mir dreckig ist, aber da können irgendwelche Keime dran sein. Deswegen bleibt das immer liegen, bis ich fertig bin. Und erst dann werde ich mich darum kümmern, das dann aufzuheben. Okay, dann haben wir die für den Salat auch schon geschnippelt. So, die 7 Minuten sind rum. Ich habe hier in meine Schüssel schönes eiskaltes Wasser und tue die Bohnen jetzt da rein. Das Wasser brauchen wir ja nochmal für die anderen Bohnen, die geschnittenen, für den Bohnensalat. Aber damit die schon fertig sind, erstmal ins kalte Wasser. Beutelchen mit dem Bohnenkraut bleiben natürlich drin, dürfen weiter Geschmack abgeben, damit auch die dickeren Bohnen, die für den Salat herhalten, dann auch ein bisschen was von dem Geschmack des Bohnenkrautes abbekommen. Deckel wieder drauf, damit es nicht so sehr abkühlt. Und dann gieße ich gerade das Wasser kurz ab, dann können wir schon die Gläser befüllen. Ich habe hier die 500 ml Wegsturzglas. Die sind für die Bohnen schön. Und dann hinein damit. Das ist jetzt die zweite Ernte, die ich von den Bohnen habe. Ja, wenn ich gucke, was essen wir heute Abend, gehe ich immer durch den Garten, was kann ich ernten. Und wenn ich merke, wir kommen nicht mehr dagegen an, was es sofort Essen angeht, dann wird halt konserviert für den Winter. Am Sonntag kommt auch noch ein weiteres Video zum Thema Bohnen konservieren. Wenn die Bohnen ein bisschen zu lang sind, kann man sie nachher noch einkürzen. Aber erstmal schön die Bläschen auffüllen. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal in dieser Saison, dass ich Bohnen einkoche. Aber einmal wollte ich euch daran teilhaben lassen. Je dichter das Glas befüllt ist, umso weniger Flüssigkeit brauche ich nachher zum Aufgießen. Daher immer schön gucken. Und die Gläser voll machen. So. Das geht mit dem Deckel nachher runter, das passt. Gucken, ob ich noch ein paar kleine habe, die ich hier noch mit reinstecken kann.
Für uns reicht sowas als Gemüsebeilage für zwei Personen locker. So, das nächste bitte. Bohnen sind ein bisschen zickig, gerade wenn man sie nicht selber anbaut, sondern kauft. Die Gläser können aufgehen. Und zwar immer dann, wenn die Bohnen oder das Gemüse allgemein nicht frisch ist oder aber ja, zu viel gedüngt wurde. Dann können die Gläser aufgehen. Also es hat nichts unbedingt damit zu tun, dass ihr vielleicht nicht ordentlich gearbeitet habt, wenn so ein Glas mal aufgeht. Aber beim Wegglas ist das ja auch genial, was die Sicherheit betrifft. Wenn so ein Glas aufgeht, dann merkt ihr das recht schnell. Wenn ihr das oben anfasst und habt den Deckel in der Hand, dann wisst ihr genau, der Inhalt ist nicht mehr in Ordnung. Kann entsorgt werden. Was heißt kann? Muss entsorgt werden. Wenn ich ein Schraubglas habe, achte ich da vielleicht unbedingt darauf, wenn ich das aufdrehe. Hat es jetzt klack gemacht? War noch ein Vakuum dran? Das ist immer so eine trügerische Sicherheit bei so einem mechanischen Verschluss. Deswegen bin ich der absolute Fan von Weggläsern. Wenn ich da den Deckel in der Hand habe, ohne dass ich vorher an dem Gummi gezogen habe, weiß ich ganz genau, der Inhalt tut mir nicht gut beim Essen. Und dann sollte ich es auch besser lassen. Schön sortiert eingelegt werden ins Glas, sieht es immer optisch nachher schöner aus, als wenn ich da drin Kraut und Rüben habe. Das Auge ist ja auch mit, wenn man im Vorratskeller guckt, was man für Schätze in den Regalen hat. Sieht das immer schöner aus, wenn das ja, ordentlich eingelegt wurde, statt einfach kreuz und quer rein. Dann haben wir die drei Gläser mit ganzen Bohnen. Ich habe hier hinten einen Topf mit einfach Wasser einmal aufgekocht und abkühlen lassen. War noch ein bisschen lauwarm ist es, aber das ist nicht schlimm. Und dann werden die Gläser gerade aufgefüllt. Wie gesagt, wer will, kann es leicht salzen. So, okay. Dann können wir die Gläser schon mal zumachen. Und einmal den Dichtungsgummi um den Rand. Auflegen und mit zwei Klammern fixieren. Wenn ihr die Gummidichtungen und die Gläser bzw. die Deckel ausgekocht habt, lagert die immer bis zur Verwendung im heißen Wasser noch im Topf. Die drei stelle ich erstmal auf die Seite, weil selbstverständlich wecken wir dann alles zusammen in einem Einkochvorgang ein. Somit kommen die jetzt erstmal auf die Seite, bis der Bohnensalat fertig ist. Und dann können wir, das Wasser kocht ja noch, die geschnittenen Bohnen für den Bohnensalat ins Kochwasser geben. Und sobald das hier kocht, wieder 5 bis 7 Minuten und dann holen wir sie raus. Für den Bohnensalat habe ich vorbereitet eine Zuckerlösung mit Essig. Das heißt, ein Teil Essig, in dem Fall habe ich 500 Milliliter genommen, 1 Liter Wasser drauf, sprich 2 Teile Wasser und Zucker nach Geschmack. Im Norddeutschen wird eher süßer, im Süden Deutschlands eher weniger süß. Ich habe jetzt hier auf die insgesamt 1,5 Liter Flüssigkeit 80 Gramm Zucker aufgelöst. Das habe ich vorhin schon einmal aufgekocht. Das muss jetzt aber auch gleich nochmal aufkochen. Das muss nämlich heiß über den Bohnensalat gegeben werden. So, wenn das gekocht hat und es weitergeht, sehen wir uns wieder. Die Bohnen haben lang genug gekocht. Das heißt, wir können jetzt dazu übergehen, die heiß in die Gläser zu füllen. Ich habe hier einmal die 370 Milliliter Gläser von weg. Das reicht uns für 2 Personen als kleine Salatbeilage. Und ich nehme aber auch die 500 Milliliter Sturzgläser, wenn wir mehr als 2 Personen sind. So, die brauchen wir jetzt nicht abschrecken. Die nehmen wir gerade aus dem Kochwasser und füllen sie in die Gläser. Noch ein bisschen Platz lassen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Paprika und Zwiebel rein. Wenn wir den Bohnensalat später aufmachen, gießen wir immer einen Teil der Flüssigkeit ab, ein bisschen Salz, Pfeffer drüber, ein kleines Schuss Öl und dann ist der Salat schon fertig.
verteile hier in das kleine Glas noch ein paar aus den anderen, weil ich will hier überall noch ein bisschen Zwiebel und Paprika mit reinpacken. So, das reicht vom Füllstand her. Jawohl. Dann hier meine Paprika und milden Peperoni. In jedes Glas ein bisschen was mit rein. Und das kommt ein bisschen mehr. So. Und die Zwiebeln. Manchmal nur in den Keller und hole mir einfach ein Glas so zwischendrin, ohne dass ich da noch groß esse. Ich gieße es einfach ab und futter den Bohnensalat so. Dann können wir auch schon den vorbereiteten Sud, der ist hier noch am Köcheln, mal die Platte ausschalten und dann füllen wir die Gläser auf. Guck dir mal, genau aufgegangen. Perfekt. So, dann auch hier jeweils ein Dichtungsgummi auf den Glasrand auflegen, draufdrücken und mit zwei Klammern verschließen. Schaut mal hier. Seht ihr das? Da hat sich der Gummi gelöst. Jetzt ist er richtig. Immer beim Verschließen darauf achten, dass hier oben, guck mal von oben drauf, dass hier oben der Dichtungsgummi überall aufliegt. Gerade eben war das nicht der Fall, weil er sich an einer Seite weggedrückt hat. Und das würde schon dafür sorgen, dass das Glas dann letztendlich nicht luftdicht verschließt und der Inhalt dann verdirbt. Ein sogenannter Luftzieher, der dann ganz schnell aufgeht. Und das wollen wir ja nicht. Wir machen uns hier die Arbeit nicht, um das dann später in die Tonne zu kloppen. So. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Einkochzeiten. Hier haben wir Essig und Zucker dran, was die Haltbarkeit natürlich ja, wie so eine Sauerkonserve beeinflusst. Hier haben wir also eine niedrigere, gleiche Temperatur, aber eine kürzere Einkochzeit. Hier brauchen wir bei 100 Grad 60 Minuten. Bei den Bohnen, die für Gemüse sind, haben wir 2 Stunden, also 120 Minuten bei 100 Grad. Ich möchte trotzdem aber alles in einen Einkochvorgang. Hier das Wasser war gerade so lauwarm, hier der Essigsud ist heiß. Das heißt, ich stapel die jetzt in den Einkochtopf, andersrum natürlich. Ich tue die hier mit lauwarmem Wasser in den Einkochtopf. Wenn das Wasser die Temperatur erreicht hat, die ich auch hier habe, dann stelle ich die mit dazu. Sprich, wir sind dann auf Temperatur, wenn er auf 100 Grad erreicht, 60 Minuten und ich hole die Gläser raus, weitere 60 Minuten und die Gläser kommen raus. So muss ich den Einkochautomat nur einmal befüllen. Das funktioniert hier gut, weil wir nur eine Temperatur haben. Das oberste Glas sollte immer bis fingerbreit unter den Rand im Wasser verschwinden. Wenn ich mehrere Etagen übereinander habe, sind die unteren Gläser im Wasser und das obere guckt ein Stückchen raus. Keine Angst, hier unten kommt kein Wasser rein, es kommt nur Luft raus durch den Kochvorgang. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Kommentar, einen Daumen hoch oder ein Abo. Beim Abo bitte die Glocke noch drücken, dann bekommt ihr immer einen Hinweis, wenn ein neues Video von uns online geht. In dem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal, tschüss!